Bei den gewalttätigen Protesten gegen Corona-Beschränkungen und die erste Ausgangssperre nach dem Krieg sind in den Niederlanden über 200 mutmaßliche Randalierer festgenommen worden. Allein in Eindhoven kamen Sonntagabend nach Plünderungen und Brandstiftung rund 50 Menschen in Polizeigewahrsam. Dort reagierten die Sicherheitskräfte auf Steinwürfe mit dem Einsatz von Tränengas. In Amsterdam kamen auch Wasserwerfer und Schlagstöcke zum Einsatz. Nach Polizeiangaben erstreckten sich die Unruhen auf etwa 10 Städte. In der Provinz Limburg an der deutschen Grenze wurde die Militärpolizei zu Hilfe gerufen. Erst gegen Mitternacht sei in den meisten Städten wieder Ruhe eingekehrt, hieß es in einer vorläufigen Bilanz. Die Bevölkerung muss seit Samstagabend zwischen 21 Uhr und 4.30 Uhr zu Hause bleiben. Verstöße kosten 95 Euro Bußgeld. In Eindhoven gab es schwere Sachbeschädigungen im und um den Hauptbahnhof.